Wo gibt's den besten Döner in Berlin? Shit. Ich muss einen sagen, ne? Achso, ich darf keine Gegenfrage stellen. Ah, ich sag drei. Kiewans, Yorkstraße und KWA. Kebab with Attitude. Welcher Touri-Ort in Berlin wird überbewertet? Alexanderplatz. Ihr kommt viel rum, aber warum liebt ihr die Stugi City Girls am meisten? Stabile Mädels. Ab in die Abteilung 90er. Backstreet Boys oder NSYNC? New Kids on the Block. Was war für dich das Härteste während der Corona-Zeit? Dass ich so viel Corona trinken musste. Zu viel Alkohol. Was sollte man in diesem Sommer auf gar keinen Fall machen? Nach Amerika fliegen. Ü40-Partys. Ja oder nein? Was ist das? Willkommen zu einer neuen Folge von StudiTV trifft. Heute mal auf dem Kulturvasen mit den Jungs von Kaja Candela. Hi! Grüßt euch, Jungs. Ja, Jungs, wie sehr trifft es euch auch gerade, keine normalen Konzerte zu geben? Das trifft uns, glaube ich, genauso wie den Rest von der Branche. Also wir haben ja das Glück, dass wir wenigstens noch ein paar Konzerte spielen können. Ja, wir machen das eigentlich, ehrlich gesagt, nur um den Fans wenigstens etwas zu geben und auch ein bisschen Beschäftigung für unsere Crew zu haben, weil sonst wäre halt gar nichts. Und rechnen tut sich das Ganze ehrlich gesagt nicht. Also trotzdem haben wir natürlich ein bisschen mehr Glück als die allermeisten Musiker in diesem Land, dass wir überhaupt irgendwas machen können. Ja, aber es wäre wünschenswert, wenn es irgendwann mal wieder normal weitergehen könnte. Ich meine, ihr habt ja bisher auch schon ein paar Autokonzerte gegeben. Wie ist da so die Stimmung? Wie ist da das Feeling? 3 Stück haben wir gegeben bisher. Stimmung war jedes Mal, ehrlich gesagt, sehr gut, weil sich einfach auch alle gefreut haben, wieder auf einer geilen Bühne zu stehen. Und wir haben es irgendwie auch gespürt, dass die Leute, dass es für die auch so, geil, ein Stück Normalität wieder war. Beim allerersten Autokonzert haben wir die Leute eigentlich gar nicht gesehen, weil es geregnet hat in Hannover. Also ganz doll die ganze Zeit. Da war es eigentlich ganz geil, dass die in Autos da waren, weil dann sind sie nicht nass geworden. Aber bei den letzten beiden Konzerten sind die Leute dann auch rausgekommen und haben auf dem Autodach getanzt und so. Das war dann schon fast wieder wie ein normales Konzert. Aber hattet ihr auch nicht dann auch zu Beginn etwas Angst gehabt, dass das auch vielleicht dann irgendwie ein bisschen floppen könnte, dass da die Stimmung und die Emotionen nicht so gut rüberkommen? Ja, wir waren auf jeden Fall total skeptisch vorher, um ehrlich zu sein. Also es ist eine komplett ungewohnte Situation, vor Autos zu stehen und statt Applaus dann irgendwie Hupen zu hören und so. Wir haben uns das echt tatsächlich komisch vorgestellt, aber waren dann sehr, sehr positiv überrascht nach der ersten Show direkt. Die haben sich da voll viel Mühe gegeben schon und haben auch so eine Zoom-Konferenz parallel laufen gehabt. Das heißt, die Leute in den Autos hatten ihr Handy auf dem Armaturenbrett, haben sich selbst gefilmt und wurden dann aus der Regie hinten immer wieder mal auf die LED-Wand großgezogen und haben sich dann halt gefreut, wenn sie sich gesehen haben. Wir konnten deren Gesichter sehen. Also es fand da auch schon so ein bisschen Interaktion statt und insgesamt, wie gesagt, es ist für alle Beteiligten, glaube ich, ein Experiment, so ein Konzert in der Form, aber es kommt auch nicht ran an das Erlebnis, was man normalerweise kennt wahrscheinlich, aber es ist halt das Beste, was momentan möglich ist und das macht auf jeden Fall auch Spaß. Also das kann ich sagen, uns und auch den Leuten hat es offensichtlich Spaß gemacht. Ja, wie sieht es generell bei euch so aus? Euer neues Album Top 10 steht ja bald an. Ja, also es stand sogar schon mal ein bisschen näher an. Jetzt haben wir es ein bisschen geschoben. Also wir wollten es eigentlich jetzt im Oktober rausbringen, gemeinsam auch mit der nächsten Tour von uns. Durch die ganze Pandemie-Geschichte haben wir es jetzt erstmal ein bisschen geschoben. Also die Tour ist um ein Jahr verschoben worden auf Oktober 21. Ich weiß nicht, ob man das Wort kann. Okay, Tour ist im Oktober 21 und das Album haben wir jetzt auch auf 21 verschoben. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann es rauskommt, wahrscheinlich im Frühjahr. Und wir werden die Zeit bis dahin halt überbrücken, immer wieder mit neuer Musik und auftreten da, wo es halt geht irgendwie. Ne? Wie lief da die Arbeit im Studio? Ja, also sehr interessant. Wir sind sehr fleißig. Viele Skizzen und das geht ja zum Glück trotz Corona. Manche Sachen haben wir auch über Telefon und E-Mail und sowas gemacht, aber insgesamt ist die Arbeit im Studio zum Glück nicht so beeinträchtigt wie live und deswegen wird es auf jeden Fall was werden mit dem Album und ich glaube, es wird ziemlich cool. Aber herrscht da auch so ein gewisser Druck jetzt bei euch, bei eurem 10. Album? Will man es vielleicht dann auch nochmal vielleicht wissen? Wir wollen es auf jeden Fall nochmal wissen. Nummer 10 muss sitzen. Das wird Top 10, also nur die Top-Songs kommen auf das Album und deswegen geben wir uns besonders viel Mühe und sind sehr fleißig auf jeden Fall. Ja.
Okay, also in 10 Jahren kann man dann mit dem Album Top 20 rechnen? Unbedingt, auf jeden Fall. Ja. Hört man sich auch dann mal bei euch auch mal so die älteren Songs an, merkt man ja schon auch so, dass man eigentlich so die aktuellen Charts auch vertreten hat. Das ist ja auch so ein Mix aus Afro-Trap, Reggae, Hip-Hop und Co., Dancehall. Kann man also auch sagen, dass ihr auch ein bisschen so die modernen Charts irgendwie auch ein bisschen geebnet habt? Könnte man schon so sagen. Also unsere Musik passt besser rein als früher. Deswegen, also eigentlich kommt uns die Zeit entgegen. Aber ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute von damals, von heute kommen und sagen, dass wir sie damals inspiriert haben, motiviert haben. Und ja, wir fühlen uns zwar noch nicht so alt, aber wir sind für viele hier so die Daddys, Alter. Man merkt ja meistens immer an den Socken, ob man ein bisschen zu alt ist für den ganzen Kram. Ist das so? Zeig mal eure Socken. An den Socken? meine sind nicht da. Sind nicht da. Was heißt oder das jetzt? An den Schuhen, aber ja gut. Socken? Anscheinend. Sieht man. Also, ja, wenn die irgendwie so bunt sind, ein bisschen zu schräg, dann merkt man vielleicht so, man muss mal gucken, was das abgeht. Okay. Also, ah, kann ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr mehr davon, aber. Ich glaube. Ich glaube, der Interviewer ist ein Fußfetischist und wollte jetzt einfach nur, dass wir unsere Füße zeigen. Auf gar keinen Fall. Nee, ich habe ja selber hier so Tigersocken am Start. Ich sag auch, ja, Fußfetischist. Kann ja sein, ne? Nein. Ja, in einer Traumwelt bilde ich mir ein, dass die ganzen Boys and Girls, die heute so erfolgreich sind, alle in ihrer Jugend Culture Candela gehört haben. Haben sie wahrscheinlich auch. Auch wenn es viele natürlich wegen Härte-Image nicht zugeben würden heutzutage. Aber als wir damit angefangen haben, diesen Mix zu machen, war das noch ein Novum in Deutschland. Und die Leute haben erstmal versucht, eine Schublade für uns zu finden. Haben uns abwechselnd entweder im CD-Regal bei Reggae, bei Hip-Hop oder bei Pop einsortiert. Irgendwann, wenn du dann deinen ersten Hit hattest, hast du deine eigene Schublade, dann fragt keiner mehr, dann gibt es auf jeden Fall auf einmal viele Leute, die sagen, hey, yo, wir haben es ja immer gewusst, Culture Candela, ihr seid das und das. Und ja, also ich meine, Hammer war ein Dancehall-Track, ganz oben in den Charts, sowas gab es vorher noch nie in Deutschland. Und mittlerweile ist das gang und gäbe, jedes zweite Lied, wie du gesagt hast, hat halt diese Influences. Von daher, ja, hoffentlich konnten wir da mit Pionierarbeit leisten, was das angeht. Ja, geht ja, falls wieder dann auch alles klappen sollte, früher oder später auf Tour. Ist das mittlerweile so lockere Routine oder hat man auch noch dieses gewisse Kribbeln? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann tatsächlich wieder auf Tour gehen können und nicht irgendwie nächstes Jahr irgendeine, keine Ahnung, Fledermaus-Seuche entdeckt wird oder eine Tigergrippe oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall würde ich alle Leute bitten, sich aus der Natur zurückzuhalten, damit wir nicht noch mehr irgendwie Viren auf die Menschheit loslassen. Das wäre echt geil. Und ja, wenn wir dann auf Tour gehen, klar, auf Tour ist es immer so Routine. Wir lieben auch unseren geregelten Ablauf auf Tour. Das ist dann schon so ein Komfort. Aber natürlich vorher die Vorbereitungen, Proben, dies, das ist schon auch, nimmt dann schon Arbeit in Anspruch. Auf der Tour selbst ist es dann so, die Früchte der Arbeit ernten und sich natürlich erfreuen an dem Zuspruch der Fans, dass die halt zahlreich kommen, hoffentlich irgendwann wieder. Und ja, nur wegen einen da sind, das ist geil. Okay. Ja, Jungs, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Wie sieht es da generell bei euch im Sommer aus? Habt ihr da in der Off-Phase was geplant? In der Off-Phase, ob wir da was geplant haben. Ja, natürlich, wir werden die exotischen Regionen dieser Welt bereisen, Mecklenburg-Vorpommern, Wannsee, Grunewald. Ja, alles dabei, Königssee. Teufelsberg, ne? Ist geil, Bayerischer Wald. Spandau, Berlin-Spandau. Sächsische Schweiz, Berlin-Spandau. Wir machen so richtig Abenteuertrip dieses Jahr im Sommer und gönnen uns diese entlegenen Winkel der Erde. Ja, Deutschland ist ja auch ganz schön, ne? Was hast du denn geplant? Mal gucken, so auch mal, ne? Spandau oder so, ne? Ja, kann man empfehlen, ne? Ich habe gehört, Stuttgart ist ein hartes Pflaster geworden. Ja, ist das so? Weiß ich nicht. Das, also... Mein Lieber, da muss man gar nicht erst nach Berlin fahren. 500 Jugendliche, wenn die mal in Fahrt kommen hier in Stuttgart. Wenn man Street erleben will, dann hier, ja genau. Dann ist...
Nee, Spaß beiseite. Ich meine, auf der einen Seite denke ich mir so natürlich, ja klar, ne, als älterer Mitbürger der Gesellschaft mit komischen Socken, denke ich mir so, muss das denn sein? Hat das denn nicht auch was mit schlechter Erziehung zu tun? Auf der anderen Seite denke ich so, wenn man den Jugendlichen halt nichts bietet und denen die ganze Zeit sagt, ihr dürft nicht zur Schule gehen und ihr habt keine Clubs und ihr habt kein dies und das und die müssen sich halt Monaten halt irgendwie im Park treffen, dann ist es auch irgendwann klar, dass es ein bisschen explodiert so. Also ich bin da, ich habe teilweise habe ich auch Verständnis für den Frust, teilweise ist es natürlich auch dummer Frust so. Okay. Ja. Gut, dann auch nochmal danke für dein Statement, Matteo. Ja, Jungs, dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Interview. Ja, viel Spaß. Und Weltfrieden. Viel Spaß heute Abend auf der Bühne. Rock das Ding. Und bis zum nächsten Mal dann bei StuGiTV. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.